Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Dungeon Defender 2 Pre-Alpha-Version. Ja, ich habe ja jetzt schon einige Karten hinter mir und ich hoffe, ihr wart fleißig am Schauen und habt mitgefiebert, ob wir die Karte schaffen oder nicht. Und ich würde sagen, wir können auch direkt mal zur nächsten Karte übergehen. Die Helden haben ja schon jetzt ein bisschen was an Ausrüstung, sollte jetzt also langsam etwas machbarer sein, wobei die Karten natürlich durchaus schwerer werden. Also könnte das vielleicht auch mal ein Fail werden. Mal schauen. So, erstmal das Zeug einsammeln hier. Denn ohne Mana kann man schließlich nicht bauen. So, was haben wir denn hier? Also hier ist irgendwie, oder oben glaube ich das Lilane, da kommen Flugviecher raus. Ja, mit Sicherheit. Da hinten auch. Okay. Gut, dann werden die mit Sicherheit hier irgendwo runterkommen. Und dann bauen wir es mal dezent so, dass es auch funktioniert. Und schön rauf hier, damit die auch über diesen Bogen in der Brücke schießen können. Denn man sieht es ja leicht noch hier, dass da so eine kleine, ja, Biegung in der Brücke ist und da wird der Turm mit Sicherheit nicht drüber schießen können, wenn er dahinter steht. Das kann man jetzt schon sagen. Ach Gott, das Ding landet hier oben drauf, alles klar. So. Hat immer einen Vorteil, wenn man ein bisschen erhöht baut, dass natürlich auch entsprechend alles abgedeckt wird hier. Egal von welcher Seite es kommt. Also beziehungsweise welche Höhe, nicht welche Seite, so rum. So, und dann haben wir hier auf alle Fälle, da kommen 32 raus, schon ganze Menge. Hier hinten kommen, uiui, kommen gleich zwei Wege auf einmal. Können wir vielleicht, ja, mal gucken, ob das funktioniert, das weiß ich nicht. Vielleicht zwei Wege abdecken mit den Türmen hier. Mal probieren. So, sicherheitshalber hier mal noch eine Dings hin. Eine Barriere. Mit denen hier mal durchrennen, denn diese kleinen Bombenidioten, die rennen natürlich schnell mal durch. Oh, in die Richtung natürlich auch sichern. So, was kommt hier raus? Die rennen hier einmal hoch. Okay, da muss ich hier auch noch irgendwas bauen. Ja, da muss ich auf alle Fälle zusehen, dass ich hier irgendwie noch Boost-Auren hinkriege, sonst haut das wahrscheinlich hinten und vorne nicht hin. So, hier lasse ich mal die Barrikade weg. Also mit vier Türmen sollte da eigentlich alles sicher sein. Also hoffe ich zumindest, ich weiß nicht. Denn die Gegner haben ja letzten Endes auch immer mehr Hitpoints. So, nehmen wir mal den Mönch hier zur Hand. So, das Ding können wir mal irgendwie hier so. Ich hoffe mal, das funktioniert hier mit beiden. Aber wahrscheinlich nicht. So, was haben wir denn hier? Ja, bufft. Defenses 2. Ich denke mal, der hier oben hat nichts. Ja, okay, der wurde nicht gebufft. Aber ist egal. Daran soll es jetzt schließlich nicht scheitern. So, hier natürlich hin. Naja, ist egal, wie ich es baue, da komme ich nicht ran an den da unten. Macht nichts, kommt hier oben hin.
Okay, wir haben jetzt noch 100 Mana übrig. Die könnte ich also noch in die eine oder andere Blitzaura bauen. Vielleicht hier vorne. Das könnte... Ja, ich mache das, glaube ich, mal hier drüben. So wieder schön am Richtung Eingang. Damit die auch hier alle durchlaufen müssen. So. Zwei Augen gebufft. Jetzt müsste das eigentlich hinhauen. So, wo kommt denn hier der ganze Mist angelaufen? Also natürlich ein bisschen nachhelfen. Ein bisschen was kaputt hauen. Das ist, glaube ich, auch in Ordnung dort an der Stelle. Hier ist ein bisschen kritischer, weil da habe ich nur zwei Verteidigungstürme. So, wie sieht es hier aus? Oh, hier ist ein bisschen kritischer. Ja, da unten muss ich auf jeden Fall irgendwie einen Turm bauen. Das geht hier so nicht weiter. Was ist hier los? Wo kommt der denn her? Der kann ja maximal hier am Links vorbei gelaufen sein. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Och Leute, was ist denn hier los? So geht es aber nicht. Irgendwo. Ach, da oben, verdammt, das ist wahrscheinlich wieder hier so ein. Ah, jetzt ist er tot, alles klar. So, gib mir Mana. Was ist denn hier so eine Kiste? Da oben. Na, jetzt hat man es gesehen. Das Mana ist tatsächlich verschwunden hier an der Stelle. Ich hoffe, es war nicht zu viel, was da flöten gegangen ist. So, da unten ist eine Doppelaura. Das ist in Ordnung. So, hier machen wir das Gleiche. Und es schadet auf alle Fälle nicht, wenn man hier ein bisschen weiter vorne baut, denn die blöden Magier, die hier mal angeflogen kommen, auf ihren komischen Büchern, die bleiben wir mal etwas weiter vorne stehen. So, hier fehlt mir... Ne, da ist die Boost-Aura, alles klar. Und los geht's. Ja. Bin gespannt. Hier ist, glaube ich, erstmal jetzt relativ safe. Ja, alles, was hier irgendwie auf das Ding schießt, ist natürlich
Worauf schießt der denn die ganze Zeit nochmal? Wie geht denn her? Na, hier muss ich auf alle Fälle drüben schleunigst zusehen, dass ich die Türme aufrüste. Denn ich glaube, es war auch gerade das Problem mit den Wyverns, die dann geflogen kamen, dass die Türme einfach nicht hoch genug geschossen haben. Sehr schön, Level Up. Damit habe ich auch die letzte Ability bekommen vom Mönch. Oh, das hier upgraden, auf jeden Fall. Uiuiui, hier ist ja auch schon ein bisschen was kaputt gegangen. Eigentlich gerade schon das Mana geludet oder habe ich das vergessen? Ne, habe ich schon. Alles klar. Gut, weiter geht's. Welle 5, 3 von 5 so rum. Ja, das muss ich als nächstes upgraden hier auf jeden Fall. Die Auren hier drüben. Ach, hier wäre so ein blöder Magier. Ja, man hat es gesehen, der steht sehr, sehr günstig direkt in Aura drin, wenn die noch ein bisschen abgecradet ist. Abgecradet, keine Ahnung, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, dann soll es auch nicht das Problem sein, dann gehen die auch wesentlich schneller drauf. Ja, man merkt auf jeden Fall auch, dass die Karten also insgesamt auch ein bisschen länger werden von der Spielzeit her. Das war ja bei Dungeon Defenders 1 teilweise echt, naja, eine Katastrophe würde ich es jetzt nicht nennen, aber da gab es wirklich Karten, da hat man stundenlang dran gespielt, weil einfach die Monster, die rauskamen, da kamen tausende von Monstern raus aus den Ausgängen und ja, man hat das dementsprechend natürlich auch lange gespielt. Au. Aber es war natürlich auch cool. Muss man auch ganz einfach sagen. So, aufrüsten, aufrüsten. Kein Mana, verdammt. So, jetzt gehe ich aber diesmal zuerst sammeln. Nicht, dass mir wieder Mana flöten geht. Ich weiß nicht, ob es gerade ein Zufall war vorhin, aber ich habe das irgendwann schon mal registriert, dass das Mana verschwindet.
Bin mir auch nicht sicher, ob das ein Bug ist oder ob das irgendwie tatsächlich so gewollt ist. Weil ich mir das auch nicht vorstellen kann, dass es gewollt ist oder sowas. Aber man weiß es nicht. So, das Ding aufrüsten, damit der sich hier... Man sieht es ja auch schon, da kommen 4 Wyverns runter, glaube ich. Oder sind das da? Keine Ahnung, kenne ich nicht so ganz genau. So, das Ding nehmen wir mit. So, das können wir hier so lassen in dem Bereich. Da muss ich, glaube ich, hier vorne nur das reparieren. Mache ich mal eben das in Ordnung. Ist natürlich blöd, dass hier die Türme noch überhaupt nicht aufgerüstet sind. Also wirklich, hier die sind gar nicht aufgerüstet. Das ist schlecht. Na gut, aber die Auren müssen noch... Kurz. Nein, verdammt. Habe ich gepennt. Habe ich nicht gesehen, dass das Ding schon auf Stufe 1 war, beziehungsweise ich habe halt zu schnell geklickt. Naja, gut. Muss halt danach irgendwie gemacht werden. Ich hoffe, es funktioniert noch, denn die Gegner werden mit Sicherheit größer. Ich erwarte irgendwie auch gleich noch einen Boss irgendwie aus irgendeiner Tür. Ja, man sieht schon, die Auren machen doch schon ganz gut Schaden jetzt, ja. Genauso soll es ja sein. Nicht einkesseln lassen. Das ist natürlich extrem ungünstig. Sag mal, wie kommt der denn immer dahin? Ach, die Wyvern. Wer hat denn das gemacht? Ja, ist jetzt gut hier. Was kommt da denn angeflogen? Irgendwas haut hier nicht so ganz hin. Irgendwas habe ich hier blöd gebaut, dass die Würmer da oben nicht abgeschossen werden. Naja. So, schnell mal ganz kurz hier die ganzen Auren überprüfen, dass sie auch noch halten für die letzte Welle. Das ist alles in Ordnung. Ja, ich brauche unbedingt hier aufgerüstete Türme. Das ist in Ordnung. Wo ist denn hier die Aura? Ist die weg? Oder habe ich hier keine gebaut? Kann natürlich auch sein. Das haut hin, das haut auch hin. Was ist denn hier die Aura? Hm, vielleicht ist die kaputt gegangen, weil ich ihn nicht repariert habe. Das kann durchaus sein. So, irgendwo ein Boss oder sowas. Oh, da hinten kommt was. Hier vielleicht noch irgendwas. Ne, hier ist nichts. Okay. Dann sollte ich vielleicht zusehen, dass ich hier hinten die Türme auf jeden Fall aufrüste. Sonst ist hier wahrscheinlich gleich die Kacke am Dampfen. Puh, jetzt war ich gerade kurzzeitig erschrocken, denn ich dachte, ich habe mein ganzes Mana schon verbraten und habe nichts mehr zum Aufrüsten. Oh, hier den muss ich reparieren. Und hier den vielleicht auch nochmal kurz.
brauche ich hier? Level 15? Unglaublich. Na gut, dann rüsten wir hier noch schnell auf, dass hier auf alle Fälle auch noch ein bisschen Schutz da ist. Bin mal gespannt, was da hinten rausgeschissen kommt. Na, jetzt sehe ich es natürlich nicht mehr, verdammt. Ja, so gefällt mir das auch schon viel, viel besser. Oh oh, der Boss kommt. Ah, der rennt doch nach unten lang, unglaublich. Scheiße, verdammte. Aber er scheint da hinten irgendwie ein bisschen festzuhängen an den Gegnern, die da sich gütlich tun. Ja, überhaupt gar kein Problem. Voll pro-like hier, auf jeden Fall. Ja, und ich werde auch auf jeden Fall hier wieder beim Mönch, so wie schon in Dungeon Defenders 1, auf Stärke der Auren gehen, also Power, Defense Power als Stat. Denn Speed nutzt halt nichts, dann sind die eh schon, also die haben ja nicht so viele Ladungen und dann sind die auch viel schneller leer und man muss sie ständig reparieren, das ist ein bisschen ungünstig. Deswegen lieber weniger Ticks und dafür halt mehr Schaden, so wie es sein soll. Und beim Squire werde ich dann auf Speed gehen. Denn ich glaube, die Türme profitieren da ganz gut von der Boost-Aura, wenn ich die dann aktiviere, jeweils für die Türme. Das, was mir so finde, sind in den Kisten auch schon ein bisschen Schrott. Wobei ich sagen muss, ich habe letztens mit Maya gespielt, da habe ich einen lila Gegenstand rausgekriegt. Ich glaube, mystisch oder was auch immer das für eine Stufe ist, für eine Qualitätsstufe. Das ist schon richtig cool gewesen. Vielleicht zwar nicht so überpralle Stats, aber naja, man freut sich ja, wenn es mal irgendwie was anderes als grün gibt. Oder gelb. So, so billig ein Loot halt. So, hier drüben Stein sammeln. Dann bin ich auch schon durch. Ja, ne? Dann hätten wir das Level auch geschafft. Ich weiß gar nicht, wie viel jetzt noch kommen. Ich glaube noch 4 Stück oder so, wenn ich das richtig gesehen habe bei der Karte letztens. Beziehungsweise vorhin. Ja, naja. Ihr werdet es auf alle Fälle sehen. Ich werde die natürlich auch alle durchzocken. Und mal gucken, wenn ich dann durch bin, ob ich dann vielleicht einen Hard Mode starte. Direkt, ob ich das schon schaffe von den Stats her, weiß ich noch nicht. Weil jetzt war mal schon ein bisschen kniffliger das Ganze, aber das wird es dann auf jeden Fall hier zu sehen geben. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne wieder Likes und Kommentare da lassen. Würde ich mich sehr darüber freuen als kleine Unterstützung für den Kanal. Und ja, wie gesagt, das Angebot steht immer noch. Wenn ihr Bock habt, vielleicht mal eine Runde zusammen zu zocken oder sowas, dann könnt ihr mir gerne schreiben auf Twitter, auf Facebook, auf YouTube, was auch immer ihr mögt. Und dann können wir vielleicht mal eine Runde zusammen zocken. Ja, ansonsten einfach beim nächsten Mal einschalten, wenn es wieder heißt Let's Play Dungeon Defenders 2 Pre-Alpha Version. Und ich freue mich auf euch. Alles klar, bis dann, einen schönen Tag und ciao, ciao.